da bin ich wieder. Wir sind außerhalb, immer noch außerhalb unterwegs. Gucken hier mal eben in die Kisten rein. Natürlich sind wir bei Divinity Original Sin. Ich meine, das solltet ihr auch wissen, wenn ihr den den Titel lesen könnt. Falls ihr lesen könnt, das hoffe ich natürlich für euch. Wer haben wir denn da hinten? Lucia und Malius. Reden wir sie doch. Reden wir doch mit denen. Oh, den siebter Dank. Es ist der Quellenjäger. Nun werden wir doch nicht auf der Klippe sterben. Hast du was? Nein. Wer stirbt? Wir ruhen uns raus. Geister im Leuchtturm? Irgendwas ist faul. Alles klar. Ja, nicht so wichtig. Geplänkel. Hi. Ja, letztes Mal, ich weiß nicht, ob das so laufen sollte, dass er uns angreift, wenn wir seine Kugel kaputt machen. Aber dann haben wir ein bisschen Ausrüstung bekommen. Jetzt gucken wir mal, was uns hier erwartet. Da ist schon mal ein Toter. The further we go, the more bodies we find heaped around. We must be closing in on where they were headed. Alter, hier sind ganz schön viele Tote. Was haben wir denn in dem Fass? Oh shit! Erstmal aus dem Fass. Der Ghoul, der den Leuchtturm bewacht. Erstmal Waffen. Und vielleicht nutze ich mal den Moment. Hallo, Abklingzeit, okay. Ich gehe hier schon mal in die Reihe. Aber du, mein kleiner Wolfschrecken. Ich werde mal kurz vorgehen. Okay, dann kann ich nicht mehr teleportieren. Dann frieren wir dich schon mal ein. Und warten wir ab. Schnappt sie meine Tierchen. Ich hoffe ja, dass das Exoskelett jetzt mal rankommt. Komm ran. Ja, da stehst du ganz gut. So, und dann breiten wir mal das Feuer aus. So. Und wir fangen alles ab, was hier vorbei will. Gehen erstmal aus dem Feuer raus und teilen dann Madora. Da bin ich mal gespannt, wie sich das hier alles so entwickelt.
Alter, nicht so viel Schaden auf ihn. Ups. Nein, man, habe ich getroffen. Okay, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Vergesst immer noch Escape zu drücken. Madura braucht auf jeden Fall mal einen mittleren Heiltrank. Gut. Und der kleine Wolf muss jetzt erstmal abhauen, ja. Habe ich denn hier mal keine Sicht? Ist besser? Oh. Oh, Madura, brauchen wir wieder Heilung? Und ich glaube, hier kannst du noch hingehen, ne? Ja. Alter, wie häufig wir sie an den Anwenden? Okay.
sehe ich den da hinten nicht. Die kann ich auch mal wieder an Mandora senden. Da muss man ein paar Punkte sparen. Ich kann mal einen Trank nehmen. Ja, hätte mal Schaden, ja. So. Muss auch mal warten, ne? So, ein ganz schön langer Fight hier. Komme ich irgendwie hier durch? Ups. Das war unklug. Füllen wir den aber nochmal ein. So, so langsam. Werfen wir nochmal ein richtiges. Ein bisschen Öl unter den Arsch. So.
Ups. Mann, ey, das ist immer kacke. Ich verwechsel das immer. So. Ich lasse nicht daneben gegangen sein, weil er. Doch, er hat getroffen, ne? Ja. Ich dachte, es ist daneben gegangen, weil ich. Du schlägst einfach nochmal drauf. So. Den berühre ich doch, ne? Ja, jetzt. So. Das gab viele Erfahrungspunkte und die Tür ist offen. Es sieht so aus, als würden wir den Kampf gewinnen. So. Ups. So, jetzt müssen wir eben mal. Ach, kann ich gar nicht, ne? Ich hab irgendwie nicht genügend Aktionspunkte. Na. So. Das war der Kampf. Cool. Alle leben wieder. Du kannst erstmal. Obwohl, warte mal. Du machst jetzt das hier. Alter, wie viel. Cool. Ja, ich würde sagen. Ich loote hier eben nochmal. Frisur. Sogar ein kleiner Kürbis. Mensch, ich hab's aber viel. Um das zu identifizieren, das kannst du gleich ansammeln. Prügelzeit. Cool. Und dann werde ich hier einmal speichern. Denn was in dem Turm ist, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis dann, euer Frostgrim.